Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Mega-Opening. Ja, die letzten beiden Folgen waren ja relativ leicht verdaulich mit Karten, die eher random gehalten waren. Heute haben wir wieder mal ein richtiges Brett, eine richtig teure Sendung, gehört wahrscheinlich sogar zu den teuersten Sendungen auf diesem Kanal. Es wirklich bis zum Ende zu sehen lohnt sich also. Wie man im Titel schon sieht, sind es über 70 Tournament-Pack-Karten, Champion-Pack und Turbo-Pack-Karten. Den kleinen Stapel, den ich hier in der Hand halte, besteht, also es sind Commons, aber sehr wertvolle Commons, die ihr höchstwahrscheinlich noch nie gesehen habt, zumindest einige davon vielleicht, deswegen lohnt sich es auch, die anzugucken. Ich würde den Teil an eurer Stelle nicht überspringen, denn ihr seht hier auch als erstes gleich eine wunderschöne Common. Ja, zur Verfügung gestellt wurde uns die Sendung vom lieben Michael, der das freundlicherweise zu mir geschickt hat, in einem schönen Ultra Pro Binder, den ich jetzt hier habe. Das war der hier. Und auch der natürlich wieder im Top-Zustand. Wie man hier auch an den Reflexionen sieht, sind natürlich auch wieder die Karten an sich in einem Top-Zustand. Und ja, genau. Es sollte eigentlich eine Folge, also eigentlich ursprünglich war diese Sendung geplant als 100. Folge Neuzugänge. Weil wir sind jetzt schon bei 97 und ich wollte was wirklich Krasses dafür haben. Aber das sind zu viele Karten geworden. Deshalb gibt es das jetzt als reguläres Mega-Opening. Und ich muss mir für die 100. Folge was Neues einfallen lassen. Vielleicht Eduard, Erik. Karim, irgendwer, der mir da irgendwas für die 100. Folge zukommen lassen kann. Dementsprechend werden wir jetzt auch ohne große Umschweife anfangen. Ich labere euch nämlich schon wieder 1,5 Minuten zu. Das soll es ja auch nicht sein. Und wir beginnen mit der wohl schönsten Common, die ich jemals gesehen habe. Queen of Autumn Leaves. Eine wunderschöne Karte. Wert in etwa 50 Euro. Wenn ich das richtig sehe, ist die Farbintensität, die diese Karte ausstrahlt, dieses satte Rot, wird gar nicht von der Kamera so wirklich aufgezeichnet, wie es eigentlich sein sollte. Liegt vielleicht am Kunstlicht. Ah, diese Karte sieht unglaublich cool aus, ungefähr 50 Euro wert aus dem Tournament Pack 2. Dazu muss man sagen, die Tournament Pack, diese Tournament Pack Karten aus dem, ich kann kein Deutsch mehr, die Tournament Pack 2 Karten, so. Die Tournament Pack 2 Karten sind relativ begehrt bei Sammlern, relativ teuer, auch die Commons und Rares, eben aufgrund der Tatsache, dass es dieses Tournament Pack erstens nur in den USA gab. Das war also quasi, nie in Deutschland erschienen das Pack und aufgrund der Tatsache, dass das eben eine geringe Auflage hatte, das heißt, es wurde nicht so häufig gedruckt wie an anderen Tournament-Packs und dementsprechend sind die Karten daraus relativ selten und man denke da nur an Doku Rider, der zusammen mit seiner Ritualzauberkarte 80 Euro und vom Guardian, vom Skull Guardian und von Novox Prayer, der auf Market fast 300 oder 400 geht, in Rare will ich gar nicht erst anfangen, dementsprechend hier jetzt Queen of Autumn Leaves in Common, mega, mega fett die Karte. Gut, dann haben wir einen Faithbird. Den habe ich, glaube ich, schon des Öfteren gesehen. Ich glaube, der hat auch woanders noch Prints. Ist auch eine mega coole Karte. Allerdings natürlich jetzt nicht hier mein Favorite von den Commons. Dann haben wir den Water Magician. Auch extrem cool aus dem Tournament Pack 2. Die Karten gehen eigentlich alle ein paar Euro. Einige gehen mehr, einige weniger. Eigentlich habe ich das ursprünglich so sortiert gehabt, dass es absteigend ist vom Preis her. Also auch angefangen mit Queen of Autumn Leaves. Aber nach meinem dritten Versuch habe ich das jetzt wohl vergessen. Das hier ist das Stuffed Animal. Den gibt es auch nochmal in Common aus dem McDonald's Pack. Da geht er, glaube ich, auch 2 oder 3 Euro. Hier geht er jetzt, glaube ich, also da gibt es 3 Angebote auf Market. Der einzige, der Mint ist, geht 19. Die anderen, glaube ich, Excellent oder gut 6. Dann haben wir Spirit of the Books. Der ist auch ganz cool. Habe ich vorher auch noch nie gesehen. Dann haben wir einen Takuhi. Oder wie man den ausspricht. Takuhi. auch mega cool. Habe ich auch vorher noch nie gesehen. Wie gesagt, diese Tournament Pack 2 Karten. Das sind auch Karten, von denen ich nicht mal viel habe, wenn überhaupt. Also einige von denen habe ich auch noch gar nicht. Dann haben wir hier den Dancing Elf. Auch eine mega coole Karte. Die geht, glaube ich, auch ihre 3 oder 4 Euro. Dann den Turupurun, der geht, glaube ich, 7 oder 10. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich verwechsel. Also ich habe vorher nachgesehen. Der oder die, also eine von den beiden geht 10 ungefähr, die andere geht in etwa 7. Auf jeden Fall haben wir hier dann noch Maiden of the Moonlight. Eine extrem schöne Karte. Ja, sieht sehr, sehr gut aus. Und dann eben noch die zweiteuerste Common, die ja dabei war. Das ist der Parrot Dragon, der geht in etwa 30 Euro. Gibt es auch noch einen Print in Super Rare, der geht 39 Euro aus WP11. Das war dieses World Championship Promo Pack 2011. Wäre natürlich cool gewesen, wenn wir den damals bei dem Opening gezogen hätten. Habe ich ja 2 Packs aufgemacht. War aber nicht der Fall. Gut, das waren jetzt so gesehen die Commons, die hier mit dabei waren. Mega cool, allein schon die ersten 3 Commons gehen ja fast ein Huni.
richtig heftig. Jetzt möchte ich weitermachen mit den Karten, die hier dabei waren, wo bloß einmal, also die Holos, die halt bloß einmal hier vorhanden waren. Normalerweise kennen wir das ja von den Mega Openings, dass hier alles mit Karten bedeckt ist und natürlich ein bisschen weiter weggezoomt ist und man das hier alles schön hinlegt. Das mache ich normalerweise aus den Karten, die ich im Video selbst nicht zeige, da sie zu random sind, aber hier ist halt alles einfach so krass, dass das jetzt eher als Folge Neuzugänge gestaltet wird, sage ich jetzt mal, auch wenn es keine ist. Dann haben wir den rachsüchtigen alten Magier. Das ist eine sehr schöne Karte. Der nächtliche Angreifer, den haben wir jetzt auch letztens mal gesehen in einer Folge Neuzugänge. Hier sehr, sehr krass. Bodenlose Fallgrube ist zwar relativ unscheinbar, von der Optik her geht aber einiges. Fast 90 Euro, oder was heißt fast, ich glaube 92 Euro geht die auf Deutsch. Mint. Richtig cool. Dann haben wir Magischer Dorn. Was die geht, weiß ich gerade gar nicht, um ehrlich zu sein. Habe ich auch vorher noch nie gesehen, die Karte. Ist aber auch richtig cool, richtig nice. Dann haben wir die Einzelfeuerblüte. Da gab es ja auch, glaube ich, einen Print jetzt aus Fusion Enforcers. War es Fusion Enforcers? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall auch mega fett. So, dann haben wir Blitzgewitter der finsteren Welt. Die dürfte nicht so viel gehen. Die war mal in der Sammlung mit dabei. Ich glaube, die ging 3 Euro oder so. Genauso wie Schieferkrieger. Der ging das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, auch nicht viel. Auch irgendwo bei 1,50 oder so. War richtig billig. Da habe ich, glaube ich, damals sogar bei Erich draufgezahlt bei seiner 1-Euro-Aktion. Dann die Pyramidenschildkröte in Super Rare. Der Super Rare-Effekt ist hier allerdings extrem schwach, muss ich sagen. Also den sieht man fast gar nicht. Könnte auch fast eine Kamen sein. Dann haben wir letztes Angebot. Letztes Angebot war eine Kamen aus LOB, wenn ich mich nicht täusche. Dann natürlich eine Karte, die viele Leute feiern. Der Riesenkeim, war eine sehr beliebte Karte, gibt es ja auch in Rare und Kamen. Hier aus dem Champion Pack jetzt eben in Super Rare, was ich persönlich natürlich super feier. Ja. War natürlich auch als Kamen eine sehr schöne Karte, aber eben als Holo erst recht. Wobei das Artwork ja im Prinzip relativ einfach gehalten ist, muss man schon sagen. Ne? Dann der magische Händler. Magischer Händler, auch eine coole Karte aus Champion Pack 5. Hat auch mein Händler Eduard letztens ein paar verkauft. Da habe ich aber nicht zugeschlagen. Aus welchen Gründen auch immer, irgendwie wollte ich nicht. Normalerweise hält mich da ja gar nichts bei Champion Pack Karten, aber irgendwie war mir da nicht danach. Dann haben wir Erbarmungsloser Plünderer in Ultra Rare. Auch der ging letztes Mal nicht viel, als ich nachgesehen habe. Hatten wir auch schon mal bei den Neuzugängen aus dem Champion Pack 6. Habe ich auch von der 1-Euro-Aktion von Erik. Dann haben wir den legendären Jijitsu-Kämpfer. Oh Gott, wo kam denn der ursprünglich her? War der nicht aus AST? Puh, oder was LODT? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, woher der ursprünglich kam. Aber es war, glaube ich, eine Kamen im Originalset. Dann haben wir Geisterzersetzung. Die kennen wir ja auch. Sowie den Axträuber aus dem Tournament Pack 1. Auch mega fett. Ich glaube, der müsste auch ein paar Euro gehen. 8 oder 10 vielleicht, bin mir nicht sicher, habe ich nicht nachgeguckt. Es wird übrigens später noch krasser bei den Karten, die hier mehrfach dabei waren. Also dranbleiben. Das sind jetzt noch eher so die Random-Karten, will ich jetzt mal sagen. Dann haben wir Gernia in Ultra Rare aus dem Champion Pack 4. Sieht natürlich auch unglaublich nice aus, unglaublich fett. Dann eine Karte, die ich auch übel feier, wo ich sogar richtig Plus gemacht habe. Kriegereliminierung habe ich auch damals für 1 Euro ersteigert beim lieben Erik. Mittlerweile geht sie 11, das heißt, ich habe mit der das 11-fache an Gewinn gemacht mit meiner damaligen. Und habe sie jetzt quasi noch ein zweites Mal. Sehr schön, finde ich echt nice. Richtig cool. Dann haben wir eine Karte, von deren Existenz ich ebenfalls nichts wusste, bis heute, als die Karten ankamen. Das ist der Schwerkraft-Behemoth. Richtig, richtig cool, aus dem Champion Pack 8. Also die sagte mir überhaupt nichts. Ist aber schön oldschool. Schön böser Blick mit schön roten, stechenden Augen. Richtig cool. Dann die Sakuretsu-Rüstung. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube mich auch zu erinnern, dass die sehr, sehr viel wert war. Kann mich aber auch täuschen, aber ich glaube, das mal gehört zu haben, dass die einiges wert sein soll. Angeblich. Sehr schön auf jeden Fall. Weiter geht's mit angsteinjagendes Gebrüll aus dem Champion Pack 7. Dann Wave Motion Cannon. Richtig, richtig cool die Karte. Sehr, sehr schön. Auch in Super Rare. Ist ja auch, glaube ich, relativ teuer als Kamen gewesen mal vor einer Weile. Ich weiß nicht, ob das aktuell noch so ist und ich habe es da nicht nachgesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass die hier aus dem Champion Pack 5 auch einiges an Wert hat möglicherweise. Werde ich auf jeden Fall direkt nach dem Video mal prüfen. Dann haben wir den Magier des Glaubens. Ich glaube, der hat auch, war das Fusion Enforcers? Ne, das war, glaube ich, Duelist Saga. Da hat er so einen Ultra Parallel Rare Reprint.
Vielleicht hat er auch in Fusion Forces ein Super Rare, ich bin mir nicht sicher. Ein paar gab es doch da. Da gab es auch eine Oldschool-Karte, die da reprintet wurde. Sehr schön jedenfalls. Habe ich auch schon ein paar Stück aus dem Champion Pack. Dann haben wir den die magische Steinausgrabung aus dem Champion Pack 2. Sowie den Grabwächters Attentäter aus dem Turbo Pack 2. Gefolgt vom Dimensionsriss aus dem Champion Pack 4, bei dem das einzig holographische der Riss selber ist. Der Rest ist relativ common gehalten. Ich finde, die Blitze hätten eigentlich auch noch holo sein können. Dann haben wir eine richtig wertvolle Karte, 130 Euro aktuell, Dragon Seeker aus dem Tournament Pack 2. Sehr, sehr schön, sehr, sehr tolle Karte, auch wieder in einem sehr guten Zustand. Ja, er hat hinten, glaube ich, ein bisschen was obendran, aber darüber kann man hinwegsehen. Bei so einer seltenen Karte ist auch aus dem Tournament Pack 2, eben aus dem äußerst seltenen Set und ist auch im Wert gestiegen. Meinen letzten habe ich noch für 113 bekommen, also ist er um 17 Euro angestiegen. Dann habe ich Dunamis Finstere Hexe aus dem Tournament Pack 8. Die, glaube ich, auch noch ein paar Euro. Der leuchtende Soldat aus dem Tournament Pack 2. Das ist übrigens eine sehr coole Karte. Allein schon der Kopf, ne, mit der Sonne. Ich finde den einfach unglaublich cool. Dann aus dem Champion Pack 5 die Bodenklappenfalle. Dann haben wir hier einmal Aufschlagen aus dem Champion Pack 2. Und zu guter Letzt eine Karte, die auch relativ gestiegen ist vom Wert, nämlich Gamma-Schwert. Die gibt es, glaube ich, 20 oder 30 Euro aktuell. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, war sie noch bei 7 oder 8 und dementsprechend nicht besonders viel wert aus dem Tournament Pack 8. Das waren jetzt die Holos, die hier alle nur einmal dabei waren. Jetzt widmen wir uns dann den Holos, die hier tatsächlich öfter vertreten waren. Die hier öfter quasi am Start waren. Und das ist ein sogar noch etwas größerer Stapel. Und da geht es natürlich gleich mit was richtig Teurem los. Das hier, liebe Leute, ist Call of the Grave. Und zwar gleich zweimal. Ich glaube, die geht 80 Euro das Stück. Natürlich aus dem Tournament Pack 2, wer hätte es gedacht. Unglaublich selten. Mir hat letztens auch eine angeboten. Die war allerdings PSA geguardet. Und da wollte er dann 250 Euro für haben, nur weil sie PSA geguardet ist. Und nee, das, also sorry, beim besten Willen nicht. Ich zahle doch nicht mehr als das Doppelte, nur weil da eine Plastikhülle von irgendeiner Firma drüber ist und die bestätigt, dass die Karte Mint ist. Das kann ich auch ohne Plastikhülle sehen. Richtig, richtig cool. Unglaublich nice. Dann haben wir, wenn ich die jetzt mal hier hochkriege, so. Dann haben wir die schöne Karte Metamorphose. Und zwar haben wir davon direkt, oh hoppla, das wollte ich jetzt noch nicht. So, und zwar haben wir von der Metamorphose auch eine sehr, sehr tolle Karte, die übrigens gesunken ist. Die ging ja mal eine Weile über 100, jetzt geht sie, glaube ich, noch 60 oder 70. Und zwar haben wir hiervon ein Playset, ja. Sehr, sehr cool auch. Ein Playset bekommen. Unglaublich cool, die Karte. Dann einen mechanischen Jäger aus dem Tournament Pack 1. Der ist jetzt Englisch in Ultra Rare. Und dann noch zwei Stück eben in Super Rare. Haben wir auch letztes Mal noch vier Stück in Super Rare gesehen aus einer Sendung. Auch eine extrem coole Karte. Wobei meine absolute Lieblingskarte von denen, die jetzt hier liegen, ist einfach die Fallenkarte Call of the Grave. Die sieht so böse aus. Ohne Witz, ich liebe diese Karte. So, weiter geht's mit dem Festungswall. Auch den haben wir hier als Playset mit bei. Wir wissen, der geht ungefähr 70 Euro das Stück. Auch einfach extrem fett. Die jeweiligen Ritual-Zauberkarten habe ich damals schon bei einer Spende mit beibekommen vom lieben Michael. Die waren da bei den Cummins dann schon mit dabei. Der kommt jetzt aus dem Tournament Pack 7 und der hat ja jetzt einen so eine Art an ihn angelehnten Effekt-Monster-Print bekommen, jetzt in dem, oh Gott, in welchem Set waren das, in diesem neuen Duelist, Legendary Duelist, glaube ich, genau, Legendary Duelist, war der, glaube ich, drin, zumindest als Effekt-Monster-Version, also es war auf jeden Fall eindeutig zu sehen, dass dieser Wal, der da gedruckt wurde, an dem Festungswal angelehnt ist. Sehr schön. Dann haben wir den Toon-Kanonensoldat aus dem Tournament Pack 6. Da haben wir auch schon einen von Erik bekommen. Wir haben ihn jetzt hier eben wieder als Playset. Zwei sind Englisch, einer ist Deutsch. Sehr, sehr cool, sehr, sehr selten. Einfach unglaublich, dass er, also das ist ein richtiger Sammler, ne? Also merkt schon, alles, was ich bisher vom lieben Michael bekommen habe, ist einfach unglaublich heftig. Wahnsinn, ohne Witz. Weiter geht's mit dem Toon-Inhaltsverzeichnis. Da haben wir auch zwei Stück.
Die eine ist wie aus dem Ei gepellt und die andere hat eine ganz kleine Macke und so hat hier einen minimalen Haarriss, den sieht man glaube ich kaum. Das hat natürlich dafür gesorgt, dass er erstmal nur den halben Preis für die Karte berechnet hat, richtig heftig. Trotzdem, die ist noch vollkommen in Ordnung für die Sammlung, auch für die offizielle. Da gibt es gar nichts zu meckern eigentlich. Sehr, sehr schön. Weiter geht's mit der Großschildwache. Großschildwache und Super Rare aus dem Tournament Pack 5 waren auch zwei Stück dabei. Stolzer Preis, 35 Euro das Stück. Hätte ich nicht gedacht, da hat mich der Michael darauf aufmerksam gemacht. Der hat ein Bild geschickt und hat gesagt, jo, was schätzt du, was die geht? Und ich so, ja, hier vielleicht 7, 8 Euro. Und er so, jo, hier 35. Richtig, richtig cool. Haben wir auch wieder was sehr Wertvolles an Land gezogen sozusagen. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Großschildwache ist ja für sich schon eine coole Karte. Die einzige Rarity, in die ich sie noch besser finde, ist eigentlich die Ultimate aus Japan. Aber Ultimate schlägt ja eh fast alles genau wie Ghost. Dann haben wir den Patrol Robo in Super Rare, ebenfalls als Playset. Und auch diese Karte könnte man jetzt mit einer Standardkarte verwechseln, mit einer Lückenfüller-Holo aus einem Tournament Pack 1 Set. Ist aber auch sehr, sehr wertvoll. Ne? Also die kostet auch einiges. Ich muss nochmal auf Card Market gucken. Ich habe heute schon geguckt, wie viel die in etwa geht. Ich habe es bloß leider wieder vergessen. Aber ich glaube, die müsste auch irgendwo zwischen 20 und 30 Euro liegen. Ich glaube aber höher war sie nicht. Sehr schön. Die habe ich natürlich auch alle als Reprint kam mir die ja dann noch raus. In Rare, ich glaube, im nächsten oder übernächsten Tournament Pack Set. Und da habe ich sie natürlich auch. Da ist sie dann allerdings nichts mehr wert, beziehungsweise nur noch 1 bis 2 Euro. Dann haben wir Whitehole, da gab es ja zwei Prints in Super Rares Tournament Pack, soweit ich weiß. War es Tournament Pack 1 und Tournament Pack 3, bin mir nicht sicher. Aber eine war viel wert, eine war fast gar nichts wert. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aus welchem Tournament Pack die sind. Die sind jetzt hier beide aus dem Tournament Pack 1. Also ich weiß jetzt nicht, welches von den beiden einfach das wertvollere war. Muss ich auch mal gucken. Aber die letzte, die ich bekommen habe, war aus dem wertvolleren Set. Jetzt haben wir hier Kawaga Hercules. Der ist auch um einiges gestiegen. Der war bis vor kurzem noch fast gar nichts wert. Mittlerweile geht der auch, glaube ich, über 10 Euro auf jeden Fall. Da sind 4 Stück vorhanden. Die sind auch fast alle in einem guten Zustand. Bis auf der hier. Der hat, glaube ich, hier, man sieht es vielleicht, wenn man es gegen das Licht hält. Na gut, nicht wirklich. Der hat hier einen Haarriss. Der geht halt wirklich von hier oben runter. Den sieht man auch, wenn das Licht ordentlich drauf fällt. Also ich von meiner Position aus sehe es jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da sieht man es vielleicht ein bisschen hier. Ist okay noch für die Sammlung. Ist okay, so hart an der Grenze für die offizielle. Da muss man halt mal gucken, was man da beim Preis macht. Ob man da jetzt wirklich den vollen Preis mir berechnen kann. Da werde ich den lieben Michael doch nochmal anstoßen. Gut, dann geht's weiter mit dem törichten Begräbnis aus dem Turbo Pack 2. Wusste ich auch nicht, dass es das aus dem Set gibt. Es sind auch 2 Stück gewesen. Auch vom Wert her weiß ich jetzt nicht genau, was es wert ist. Aber es ist auf jeden Fall auch mega cool hier in Super Rare. Sehr schön. Das ist übrigens ein zensiertes Artwork. Die japanische Variante hat hier ein Kreuz, was übrigens besser aussieht als der runde Grabstein hier. Sehr, sehr cool, sehr, sehr schön. Freut mich, dass wir die in der Sammlung begrüßen dürfen. Weiter geht's mit dem magischen Armschild. Den magischen Armschild haben wir aus dem Tournament Pack 8 und zwar als Playset. Auch den gibt's, glaube ich, aus 2 Sets, wenn ich mich nicht täusche. Das eine ist auch ebenfalls ein bisschen wertvoller, das andere eher weniger. Kann mich aber auch komplett täuschen, ich bin mir jetzt nicht sicher. Vielleicht ist er auch einfach vom Preis ein bisschen hochgegangen. Auf jeden Fall war der, glaube ich, irgendwo über 10, aber das ist schon länger her, dass ich nachgesehen habe. Ich habe heute auch nicht alle Karten nachgesehen. Es wäre einfach viel zu viel gewesen. So, dann haben wir die Satellitenkanone. Die war hier exakt 3-mal dabei. Die war, glaube ich, bei meiner letzten Sendung noch bei 9 Euro irgendwas gelegen. Aus dem Champion Pack 1, soweit ich das beurteilen kann. Und ist natürlich auch, ja gut, ist halt eine Maschine, ne? Aber trotzdem extrem cool, extrem geiles Artwork, extrem geile Karte. Und zu guter Letzt nochmal eine Karte, die es eigentlich ganz schön in sich hat vom Preis, nämlich 2-mal der DD-Krieger aus dem Tournament Pack 7. Ich glaube, der lag bei über 30 Euro vom Wert her. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon durch
mit dieser epischen Sendung. Ja, ich habe es sogar diesmal in unter 20 Minuten geschafft, zumindest die Sendung selber, abgesehen von meinem Geschwätz halt außenrum. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung da lassen, wie ihr das Ganze gefunden habt, wie ihr die Sendung fandet. Und ich würde sagen, und vor allen Dingen schätzt mal, was mich die Sendung gekostet hat. Also es ist schon zum Schlucken, sage ich jetzt mal. aber trotzdem sehr schön, sehr, sehr cooler Einkauf und freut mich wirklich, dass wir jetzt wieder so eine Masse an Tournament, Champion und Turbo Pack Karten da haben. Ich suche mir jetzt noch was richtig Cooles für die 100. Folge Neuzugänge raus. Währenddessen haben wir noch 2 Folgen, die wir auffüllen müssen mit irgendwas anderem, aber auch das wird wahrscheinlich wieder cooler Stuff werden. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder zum nächsten regulären Video und ja, was es wird halt wahrscheinlich, entweder wird es jetzt dann mal wieder einen Sammelkartencheck geben, je nachdem, wie schnell ich wieder was herbekomme. Wenn ich jetzt nichts herbekomme, dann mache ich einen Sammelkartencheck, so quasi als Lückenfüller. Das Ding könnt ihr immer noch einsehen, in meiner Gruppe, die Liste, was jetzt dann kommt. Und ansonsten wird es halt wahrscheinlich eine Folge Neuzugänge geben, denn ich glaube nicht, dass ich jetzt demnächst wieder irgendwie sammlungstechnisch was ranbekomme. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann eben zur nächsten regulären Folge, was auch immer sie sein wird. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.